Der Bus kommt ungefähr 5 Minuten. Ja, ja, guck mal, ich plane das schon. Ich kann sagen, was du wolltest. Ja, das ist gerne deine Familie. Mach dich keine Sorgen. Ich hab's dein ganzes Leben geplant. Mach dich keine Sorgen. Kein Problem. Ich mach was passiert. Nein, ich weiß nicht. Hey, steh mal auf hier. Weißt du nicht, wer ich bin? Was ist das von mir? Glaubst du, du kannst mit meiner Cousine abtauchen? Lass dich in Ruhe, Alter. Was geht dich das an? Denkst du, ich lass es auf mich runter? Glaubst du, wer du bist? Warte, warte, ich werde dich auch. Ah, lass mich, Alter! Was willst du eigentlich machen? Komm her, Alter! كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا. Lass uns das beenden. Lass uns das beenden. Wenn du gewinnst, bekommst du meine Cousine. Ich werde dich vernichten. Lass uns kämpfen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Das ist der Bruder Ahmad. Natürlich war das jetzt einfach nur Schauspiel und etwas Spaß, aber solche Geschichten hört man wirklich, dass irgendein Bruder mit irgendeiner Schwester abhaut und dies, das und dann passieren halt diese Geschichten und dann stirbt er oder stirbt sie und sowas möchten wir nicht und wir wollten euch das prägen, dass sowas auf jeden Fall schlecht enden kann und ich möchte euch damit auch nur sagen, macht das nicht, haut nicht ab. Euer Nasib, ihr werdet euren Nasib bekommen, macht euch keine Sorgen, das was Allah für euch vorbestimmt hat, das werdet ihr auf jeden Fall bekommen, deswegen braucht ihr niemanden abzuhauen oder in Gefahr zu geraten, zu sterben. Liebe Schwester und lieber Bruder, macht sowas bloß nicht, wirklich, macht sowas bloß nicht, das was Allah für euch vorbestimmt hat, das werdet ihr bekommen. Und was machen Sie jetzt, wenn Ihnen das Video gefallen hat? Liken, teilen und abonnieren. Okay, super. Assalamu alaikum.